krassen negativen Effekt ist, wie beispielsweise, dass möglicherweise so die Seele der Teufelskraft einen übernimmt oder so, dann muss er es natürlich nicht machen. Aber falls es halt ja eigentlich nur aus positiven Dingen geprägt ist, dann würde Ruffy es sicherlich ja schon machen. Bei Zoan-Nutzern ist es ja so, dass der Teufelskraft-Nutzer eine extrem krasse Regeneration dazu bekommt und noch einen überaus krassen Stärkeschub. Aber das scheint auch eine Art Nachteil mit sich zu bringen, denn sie verlieren irgendwie ihre Menschlichkeit. Ob das dann wirklich so 100% ungesteuert bleibt, beziehungsweise ob sie sich dann vielleicht nicht mehr zurückverwandeln können in ihre normale menschliche Form, ist zwar unklar und es ist auch so mehr oder weniger ein kleines Mysterium, was da eigentlich im Impel Down so abgegangen ist, aber Ruffy ist ja ein Paramezia-Nutzer, deswegen würde das auf ihn gar nicht mal so hart zutreffen. Der nächste Nutzer, von dem wir hundertprozentig wissen, dass er seine Teufelskraft erwacht hat, war selbstverständlich Doflamingo. Ja, mit dem schien ja eigentlich alles Paletti zu sein, der hat jetzt nicht so den Anschein, das hätte ja irgendwie krasse Nebenwirkungen davon getragen. Aber das Scheinbare muss ja nichts wirklich hundertprozentig aussagen. Jedenfalls konnte Doflamingo durch das Erwachen seiner Teufelskraft ja fehlen eigentlich aus allem anorganischen Herzzaubern, beziehungsweise halt alles anorganische, was er halt so zu Fäden verwandeln will, halt zu Fäden verwandeln und die halt nach seinen Wünschen steuern. Und halt, weil Ruffy ebenfalls ein Paramezia nutzt, ist, denken halt alle, dass es bei Ruffy genauso sein wird, dass er halt seine Umgebung zu Gummi verwandeln kann und halt damit auch so romantieren kann wie Doflamingo. Ja, und daran habe ich mehr oder weniger was auszusetzen halt an dieser Spekulation. Und zwar ist es halt so, dass Doflamingo ja sich nicht irgendwie in Feen verwandeln kann. Er kann sie ja lediglich erzeugen und halt jetzt in seiner erwachten Form halt Gegenstände in Feen verwandeln und die halt frei kontrollieren. Ruffy hingegen kann ja kein Gummi erzeugen. Er ist halt in diesem ja Gummizustand gefangen, sage ich mal, ähnlich wie ein Zoan-Nutzer. Nur halt mit dem Unterschied, dass Ruffy halt nicht in seine menschliche Form so wieder zurückwechseln kann. Er ist halt, wie gesagt, permanent so gefangen in dieser Gummiform. Und der zweite Punkt, an dem ich halt etwas auszusetzen habe, ist halt der Punkt, dass halt die Menschen die Teufelsfrüchte einkategorisiert haben. Also, dass Logia, Paramezia und Zorn-System halt so eingeführt haben. Ja, die Teufelsfrüchte scheinen aber halt nicht von Menschenhand irgendwie konstruiert zu sein, irgendwie erschaffen zu sein. Die scheinen ja schon irgendwie etwas Übernatürliches, schon ja fast etwas Göttliches zu sein. Also, ich glaube, man kann das halt eben nicht so wirklich gleichstellen. Weil die Teufelsfrüchte eigentlich ja nicht so viel mit ihrer Kategorisierung halt am Hut haben. Zwar ist halt klar, dass beispielsweise Logias also so ähnlich funktioniert, dass man halt das Element so erzeugen kann und halt, dass man sich halt in dieses Element verwandeln kann, aber es ist halt immer noch ein Fakt, dass halt Menschen diese Teufelskräfte in eine Kategorie gepackt haben, nur halt, weil sie ähnliche Erscheinungsformen und Fähigkeiten aufweisen. Und um eine Pauschalisierung bei den Paramezias zu finden, ist es nochmal komplizierter als bei den Logias und bei den Zoans. Ja, die Paramezias sind halt so, dass es einfach so die, ja ich sag mal, Sonderkategorierung, einfach alles andere, was halt nicht zur Kategorie Zoan oder Logia gehört. Das ist einfach der Rest der Teufelskräfte, die halt noch so übrig bleiben, halt in eine eigene Kategorie gezwängt. Und nun, da ich jetzt erklärt habe, wie ich halt dieses ganze Erwachen sehe bei den ganzen Teufelskräften, beziehungsweise halt wie ich dieses ganze System sehe von Teufelskräften, kann ich jetzt weiter auf Ruffy eingehen. Und zwar glaube ich, dass es bei ihm ungefähr so ist wie bei einer Zoan, dass halt nur so sein Körper betroffen ist. Aber halt auf eine andere Art und Weise. Er bekommt keinen extra Kräfteschub oder halt ja irgendwie eine krasse Regeneration. Nein, ich glaube, er kann sich möglicherweise in alle, ja ich sag mal, Aggregatzustände in Klammern von Gummi verwandeln. Also sich verflüssigen, vielleicht sogar vulkanisieren und so weiter. Aber halt nur temporär. Ruffys Teufelskraft ist ja halt nur nach innen bezogen. Also finde ich, sollte sein Erwachen halt auch nur nach innen wirken, beziehungsweise halt nur sein Inneres betreffen. Doflamingo, ja, der hat ja eigentlich nur Fäden nach außen hin erzeugt. Ja, deswegen ist es eigentlich auch mehr oder weniger klar, dass halt seine Teufelskraft nach außen sich auswirkt. Und ja, falls ihr euch fragt, was ihm seine erwachte Form nach meiner Vermutung nach ihm halt so bringen kann, kann ich euch das gerne erklären. Ja, halt durch das Verflüssigen möglicherweise, beziehungsweise halt durch halt dieses ja etwas ja dickflüssigen Zustand, könnt ihr halt viel dynamisch attackieren und ausweichen. Und andersrum würde es ja auch ganz gut laufen. Und zwar bei, ich sag mal, dieser Vulkanisierung in Anführungsstrichen, würde ihm halt sein Körper halt mehr eine höhere Verteidigung bieten und er könnte halt stärkere Attacken machen.